Du möchtest gerne wissen, wie man sein Spotify-Abo kündigt, dann bist du genau hier richtig in diesem Video. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das geht. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der wichtigen Schritte verpasst. Zuallererst siehst du hier ganz normal meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn du hier ein Abo dalassen würdest. Das ist alles für dich kostenlos. Und da würde ich sagen, beginnen wir auch jetzt nun zum Video. Und zwar habe ich einen neuen Tab geöffnet und Spotify schon geöffnet. Hier siehst du meine Hauptseite zu Spotify, das heißt, was ich gehört habe und meine ganzen Playlisten etc. Und jetzt zeige ich dir, wie man sein Abo kündigen kann. Und zwar gehst du hier oben auf das Zeichen, dann gehst du auf Konto. Nachdem du darauf geklickt hast, siehst du erstmal, dass du zum Beispiel entweder ein einzelnes Konto hast oder ein Family-Abo. Und ich habe in dem Fall ein Family-Abo und dann scroll ich relativ weit runter und gehe auf Abo verwalten. Wir klicken da einmal drauf. Und dann siehst du auch schon hier, dass mein Abo eben Premium Family ist und da kann ich hier natürlich auf Abo ändern klicken und sobald ich darauf geklickt habe, kannst du dann dein Abo auf Kündigen klicken und das ist dann schon relativ simpel und das war es auch schon in dem Fall. Da kannst du das dann eben kündigen, da kriegst du eine Bestätigung nochmal per E-Mail und dann hast du eben noch entweder ein bisschen Laufzeit bis zu dem Tag, wo du dann sozusagen immer jeden Monat dein Geld abgebucht bekommst. Genau an dem Tag hast du dann noch Restzeit und bis dahin hat sich die Sache auch schon dann erledigt. Das heißt, es ist jederzeit kündbar. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du eine Mindestlaufzeit hast, sondern es ist monatlich kündbar. Und so einfach und so simpel funktioniert das Ganze. In der Endcard habe ich noch einen Mega-Tipp zu Spotify, wie du allgemein Premium günstiger bekommen kannst. Und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.